Hallo, ich bin Stanisław von Deutsch für die Pflege. Ich möchte, dass mein YouTube-Kanal genau das bietet, was du sehen möchtest. Deshalb habe ich eine kleine Umfrage für dich. Mit deinen Antworten kann ich die Videos noch besser an deine Interessen anpassen. Die Umfrage dauert nur 5 Minuten deiner Zeit und ist super easy. Klicke einfach auf den Link in der Beschreibung. Dein Feedback ist enorm wichtig. Und jetzt lade ich dich zu meinem nächsten Video ein. Guten Tag, ich bin Dr. Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Doktor. Ich habe starke Brustschmerzen seit gestern. Das tut mir leid. Wo genau spüren Sie die Schmerzen? In der Mitte der Brust und manchmal tut auch der linke Arm weh. Es fühlt sich an, als würde etwas drücken. Haben Sie noch andere Symptome wie Atemnot, Schwitzen oder Übelkeit? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht genug Luft bekomme und ich schwitze auch. Hatten Sie in letzter Zeit viel Stress oder gesundheitliche Probleme? Ja, ich arbeite viel und esse nicht so gesund. Mein Vater hatte auch Bluthochdruck. Ich werde einige Tests anordnen, ein EKG und Blutuntersuchungen. So können wir herausfinden, was los ist. Ist das etwas Ernstes? Könnte es mein Herz sein? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es ist wichtig, zuerst die Tests zu machen. Wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen. Okay, das macht mir ein wenig Angst. Was passiert, wenn es ernst ist? Ich verstehe Ihre Besorgnis. Falls es sich um ein Herzproblem handelt, gibt es effektive Behandlungsoptionen. Lassen Sie uns zuerst die Ergebnisse abwarten. Danke, Doktor. Ich schätze Ihre Unterstützung. Gern geschehen. Ich lasse die Tests sofort anordnen und komme danach wieder zu Ihnen. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben. Ich werde mein Bestes tun. Vielen Dank. Guten Tag, ich bin Dr. Müller. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Doktor. Ich habe starke Brustschmerzen seit gestern. Das tut mir leid. Wo genau spüren Sie die Schmerzen? In der Mitte der Brust und manchmal tut auch der linke Arm weh. Es fühlt sich an, als würde etwas drücken. Haben Sie noch andere Symptome wie Atemnot, Schwitzen oder Übelkeit? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht genug Luft bekomme und ich schwitze auch. Hatten Sie in letzter Zeit viel Stress oder gesundheitliche Probleme? Ja, ich arbeite viel und esse nicht so gesund. Mein Vater hatte auch Bluthochdruck. Ich werde einige Tests anordnen, ein EKG und Blutuntersuchungen. So können wir herausfinden, was los ist. Ist das etwas Ernstes? Könnte es mein Herz sein? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es ist wichtig, zuerst die Tests zu machen. Wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen. Okay, das macht mir ein wenig Angst. Was passiert, wenn es ernst ist? Ich verstehe Ihre Besorgnis. Falls es sich um ein Herzproblem handelt, gibt es effektive Behandlungsoptionen. Lassen Sie uns zuerst die Ergebnisse abwarten. Danke, Doktor. Ich schätze Ihre Unterstützung. Gern geschehen. Ich lasse die Tests sofort anordnen und komme danach wieder zu Ihnen. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben. Ich werde mein Bestes tun. Vielen Dank. Die Brustschmerzen. Die Brustschmerzen. In der Mitte der Brust. In der Mitte der Brust. Drücken. Drücken. Das Schwitzen.
Das Schwitzen. Die Übelkeit. Die Übelkeit. Nicht genug Luft bekommen. Nicht genug Luft bekommen. Der Bluthochdruck. Der Bluthochdruck. EKG schreiben. EKG schreiben. Die Blutabnahme. Die Blutabnahme. Das Herz. Das Herz. Angst haben. Angst haben.